Down. Seit einer Weile ist es schon so weit, dass ich keine Zeit mehr für meine Hobbys habe. Mit meiner Freundin gibt es nur noch Streit. Und sie sagt zu mir, sie fängt das doch sehr schade. Dass dich doch etwas gehen sei so gehemmt. Nimm dir Zeit für mich, sonst geh ich dir bald fremd. Biochemie, Biologie, Physiologie, Anatomie, Pathologie, Histologie, Pharmakologie, die Zeit reicht nie. Und Emily. Ich bin hier wie ein Monster, Stress, den ganzen Nerv, jeden Mini-Case. Captain Martin's Giebel wird ich gern. Physiologie ist auch genial. Hab Spaß mit Goldmann und meinem Brandpotenzial. Lerne ohne Qual jeden Ionenkanal. Durch das Entfernen, Gesamtanzahl. Bei STRE-Doppel-S. Wir buchstabieren ihren maximalen Stress. Lernen gibt mir Kraft und ist mein Lebenssinn. Darum war schon immer klar, ich studiere Medizin. Ist es draußen wieder mal schön wie hier? Sitze ich zu Hause und lese via Medizin. Unterhaltung kaufe ich meiner Freundin einen Brunnen. Denn ich bin ja seither von Samariterbund. Trotzdem folge ich jedem Modetrend. Singe ich in der Uni a cappella Band. Manchmal geht sich trotzdem im Fernsehen aus. Ich sehe mir der Ballen zum heißen Doktor aus. Stress, der sich nicht umbringt, macht mich nur noch härter. Ich bin der perfekte Arzt, der Berufshandwerk. Das hat er ja, ein Monat ohne Prüfung, das mach ich nur. Ist er endlich los, die nächste Klausur. Die Pläne sind jedoch keine Wohltat, denn ich hab sie vollgepackt, die Fabulatur. Es gibt mir Kraft und ist mein Lebenssinn, wenn ich fix und fertig und am Ende bin. Ich muss sagen, ich bin wirklich ein sehr tolles Leben und fiebere dem Studiumsende entgegen. Wenn nach der Promotion tun uns dann fängt der Spaß erst so richtig an.